hier von der Redaktion bzw. Weiterdenken. Wir sind die Antje, Jutta und Maria und ich bin Anne. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen hier mal ein Format, wo wir über Dinge sprechen, die uns sehr interessieren und wo wir Lust haben, darüber zu sprechen. Und hoffen, dass das auch für andere vielleicht von Interesse sein kann. Heute sprechen wir über den Film Arrival von Denis Villeneuve. Ein Film, der 2016 in die Kinos kam. Und dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Ted Chiang. Und wir fanden, dass das wahnsinnig inspirierend ist, diese Kurzgeschichte und den Film zusammen zu sehen. Und dass man da sehr schön anknüpfen kann und weiterdenken kann. Und falls jetzt jemand sagt, oh, Arrival kenne ich gar nicht, dann aufpassen, Spoiler-Alarm, weil wir werden den Film hier zerpflücken von hinten nach vorne und wieder zurück. Also wer ihn noch gucken will, macht jetzt Stopp und guckt sich dann das Video danach an. Genau. Maria, wie wär's, fängst du an die Kurzgeschichte? Wir haben gedacht, wir stellen kurz den Film und die Kurzgeschichte vor für alle, die nicht gesehen haben und oder schon lange her ist. Und damit man drin bleiben kann und jetzt auch nicht lesen oder gucken muss. Kleine Einführung. Ja, gerne. Also, Anna hat ja schon gesagt, sie ist von Ted Chiang und heißt Story of Your Life, also Geschichte von deinem Leben. Und erzählt, es sind im Prinzip zwei Erzählstränge, die über weite Strecken auch so ein bisschen unverbunden nebeneinander stehen. Also der Ausgangspunkt, und das ist eigentlich auch die Verbindung, quasi, dann hat man das von am Anfang auch, ist, ein Paar möchte ein Kind bekommen oder beschließt, ein Kind zu bekommen. Und dann, also beide Erzählstränge sind von der Frau, also oder Mutter beziehungsweise erzählt. Der erste ist dann quasi, dass die Mutter ihrem Kind, ihrer Tochter, deren Leben erzählt. Und zwar, also ausgehend von der Entscheidung, ein Kind zu bekommen, erzählt sie dann, wie das Leben von dieser Tochter sein wird. So in Ausschnitten, aber tatsächlich von Anfang bis Ende, also inklusive Trennung der Eltern und inklusive auch Tod der Tochter. Und der andere ist quasi die, von der Sicht der Mutter, die Vorgeschichte dazu. Also der Anfang deiner Geschichte oder der Vorgeschichte ihrer Tochter eben. Und warum das so ist, warum sie denkt, dass das die Vorgeschichte ist, das ist, erfährt man quasi während der Geschichte. Also ganz einfach ist, dass die Geschichte ist, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben. Aber das steht dann gar nicht so im Zentrum. Kennengelernt haben sich ihre Eltern, weil sie beide WissenschaftlerInnen sind, also der Vater ist Physiker und sie ist Linguistin und sie sind beide in einer Taskforce, als eine Gruppe von Außerirdischen auf die Erde kommt. Genau wird es dann nicht erklärt, wie die da hinkommen oder so. Es ist irgendwie klar, dass es, die sind an mehreren Stellen auf der Erde, aber eben auch an einer Stelle in den USA und dann ist von dem Außenministerium quasi auch ein wissenschaftlicher Stab, der versucht, mit denen in Kontakt zu kommen. Es wird auch, also wie gesagt, ihre Aufgabe, sie ist da irgendwie Cheflinguistin, sie muss versuchen, mit denen zu reden, was dann im Wesentlichen heißt, dass sie erstmal versuchen muss, die Sprache kennenzulernen und darum geht es dann ganz viel. Der Vater ist dann, also der Physikerstab oder Technikerstab, der ist dann dafür da, irgendwie mit denen darüber zu reden, was sie so an technischen Sachen haben. Ist aber in der Geschichte hat das auch noch einen eigenen Teil. Aber wesentlich geht es eben um die Sprache, die sie da versucht zu entziffern. Das kriegt sie auch ganz gut hin. Sowohl die gesprochene Sprache als auch dann die Schriftsprache. Und vor allem geht es um diese Schriftsprache. Die ist nämlich ganz anders als alle Schriftsprachen, die sie sonst so kennt. Nämlich ist es keine lineare Sprache, sondern wir haben nachher, das Film klärt das ja auch ein bisschen, es ist eine Sprache, die quasi alles auf einmal, eine ganze Geschichte auf einmal erzählt. Also von Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart ist alles auf einmal da. Und vielleicht da knüpft sich dann irgendwie auch die Erzählung oder die zwei Stränge der Erzählung wieder zusammen. Es gibt an einer, also relativ am Ende der Geschichte wird es auch, oder gibt es dann auch einen Erzählteil, wo das quasi ein bisschen verdeutlicht wird, dass dadurch, dass sie diese Sprache lernt, dass auch ihr Denken so beeinflusst, dass sie das auf einmal auch kann, also Geschichten gleichzeitig gleichzeitig erzählen. Also auch ein bisschen sich nicht nur an die Vergangenheit erinnern, sondern eben auch an die Zukunft, dass es ihr dann möglich macht, eben die Geschichte ihrer Tochter zu erzählen oder ihrer Tochter zu erzählen, bevor die Tochter überhaupt auf der Welt ist. Cool. Ja,
Und jetzt haben die in dem Film überlegt, wie können wir diese Geschichte umsetzen? Und haben da mehrere, also ich habe denen diese Nachgespräche auch angehört, schon ziemlich viel Zeit gebraucht, um dieses Konzept, also diese beiden Stränge irgendwie an den Film zu adaptieren. Und der Film beginnt also auch damit, dass die Linguistin, diese Dr. Louise Banks, das Leben ihrer Tochter vor ihrem inneren Auge vorüberziehen sieht, als diese, und die Tochter stirbt in dem Film, in dem Film mit 12 Jahren an einer seltenen Krankheit. Das ist auch anders als in der Geschichte, weil da stirbt sie mit 25 bei einem Kletterunfall. Das sind ja dann diese Kleinigkeiten, wo wir dann vielleicht auch drüber sprechen, warum die das geändert haben. Die Haupthandlung setzt dann ein, als 12 außerirdische Raumschiffe an verschiedenen Orten auf der Erde landen. Also Louise Banks und der Physiker Ian Donnelly, den Namen haben sie auch geändert. Ich weiß nicht warum. Ich werde wahrscheinlich jetzt immer hin und her zwischen Gary und Ian. Wer ist jetzt? Werden von US-Kolonel Weber für ein US-amerikanisches Team engagiert, das mit den in Montana gelandeten fremden Wesen Kontakt aufnehmen soll, nachdem erste Versuche durch Militär und Geheimdienste erfolglos geblieben sind. Das wegen seiner Form als Muschel bezeichnete, etwa 450 Meter hohe, schwarze, monolithisch wirkende Raumschiff öffnet alle 18 Stunden unten, also das ist so, und dann geht unten 18 Stunden einen die Schwerkraft manipulierenden Schacht und ermöglicht so den Menschen, es zu betreten von unten. Im Innern beginnt es, da gibt's, haben wir ein Video, wann können wir dann vielleicht zeigen. Im Innern beginnen die beiden WissenschaftlerInnen dann mit zwei der Wesen, die sie scherzhaft Abbott und Costello nennen. In der Geschichte heißen sie auch anders, da heißen sie Flapper und Raspberry, zu kommunizieren. Getrennt durch eine durchsichtige Wand stellt Banks mit Schrifttafeln die Menschen vor, während die wegen ihrer äußeren Erscheinung, Heptapods genannte Außerirdische, irgendwann beginnen, Zeichen an die, so Spider-Man-like, an die Wand zu schießen. Also so aus den, die haben auch so wie so Hände unten, die so auf, wie so ein Seestern, geht die Hand auf und dann kommt da so eine blaue Tinte vor und wird an die Wand gesprüht. Und das sind dann das, was Maria, das haben die umgesetzt in eine Art verschnörkelte Kreise mit so, da kommen immer so Sachen raus, also. Und das erinnert so ein bisschen an Enzo-Kreise, so ist dieses Runde, so haben die das übersetzt im Film. In mühseliger Arbeit gelingt es den beiden Wissenschaftlern, diese logografischen Zeichen zu entschlüsseln und in regelmäßigen Treffen eine Kommunikation mit den Wesen aufzubauen. Und in dieser Zeit beginnen jetzt irgendwie so, ja, Vorblicke, wir wissen es ja jetzt schon, also sie kann ihre Tochter sehen und da beginnen also Vorblicke, wo sie von einem Mädchen, das sie da ja noch gar nicht kennt, ich weiß überhaupt nicht, wer das Mädchen ist, und das scheint ihre Tochter zu sein. Obwohl die Verständigung mit den Heptapoden völlig friedlich verläuft, betrachten die Regierung mehrerer anderer Staaten, also jetzt kommt dieses Filmding rein, jetzt muss da Spannung aufgebaut werden, die in der Kurzgeschichte nicht ist, weil da gibt es keine anderen Staaten und keine Bedrohung durch Waffen und durch Kriege. Und dann erwägen sie militärische Maßnahmen und besonders der chinesische General Shang. Und als dann noch Louis eine Botschaft der Aliens mit Waffe anbieten übersetzt und das chinesische Team zur Übersetzung Waffe nutzen kommt, spitzt sich die Lage zu. Globaler Krieg steht plötzlich auf der Karte. Die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlerteams wird abgebrochen und nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Das muss ja in Hollywood immer so sein. Und gut, dann wird noch ein Soldaten verlieren den Kopf und setzen da, wollen in dem Schiff eine Explosion, also die sozusagen umbringen, diese Heptapoden. Und in der Zeit gehen aber Banks und Donnelly nochmal zurück und wollen nochmal letzte Verständigungssachen unternehmen und können dann am Ende einen riesigen Schwall von diesen Zeichen noch, werden noch an die Wand geschmissen, bevor dann die Explosion stattfindet und dass sie werden zurückgeschleudert durch den Abbott, weil der Costello ist in der Zeit weg und der Abbott stirbt dann auch bei dieser Aktion. Und ja, und dann kriegen sie dann raus, dass also diese Heptapoden miteinander kommunizieren, also die Raumschiffe, und das ist wie ein Verbund und im Prinzip sollen also die Menschen auch lernen, miteinander zu kommunizieren. Also die 12 Raumschiffe, und die sind in China, in Mosambik, in Sudan, in Russland. Und im Prinzip geht es darum, dass die Wissenschaftlerteams miteinander arbeiten. Und Louis schafft es dann am Ende,
Soll ich noch kurz in den Ende, also wie das dann funktioniert, ist, dass der Chiang ihr in einem Vorblick sagt, was seine Frau beim Sterben gesagt hat und ihr auch die Telefonnummer gibt in einem Vorblick. Und dann kann sie in der Zeit sozusagen ihn dann anrufen und das sagen. Und dann kann er den Krieg noch, stoppt er noch diesen Angriff auf die, ich weiß gar nicht auf wen eigentlich, Angriff auf die Raumschiffe oder Angriff untereinander. Also das war mir irgendwie dann alles unklar, wer dann wen, mit wem Krieg führt. Genau. Und das Ende mit den Kindern ist dann, genau, dass also sie dann, Banks und Donnelly über ihre Zukunft sprechen, als dann alle Gefahr ab und weg ist. Und dann erkennt Louis den Donnelly als den Vater ihrer Tochter. Und sie erlebt ihre Entscheidung für ein gemeinsames Kind und damit gleichzeitig auch für das Leben mit ihrer Tochter, trotz der kurzen Zeit, die sie miteinander haben werden. Ja, das ist doch ein bisschen komplizierter, muss man ein bisschen länger ausführen, damit man so ein bisschen drin ist. Ja, und jetzt haben wir überlegt, werde ich erstmal sagen, was ich alles irgendwie besprechen wollen würde. Und ich habe mindestens 8 Punkte, die ich super spannend finde und mal gucken, wo ihr, was ihr so interessant findet. Also was begeistert mich an dem Film besonders, ist einmal die Metaebene, also wenn wir über den Film und die Menschen sprechen, die den gemacht haben und auch die Kurzgeschichte. Da finde ich einfach mega interessant, dass das lauter Männer sind. Also die Kurzgeschichte hat hier Chiang geschrieben. Er beruft sich wiederum auf Jorge Luis Borges, also der ist so sein Ideengeber oder Inspirant. Dann sind es sehr viele Männer, die den Film umsetzen. Und da habe ich ziemlich viel Material noch, was da interessant sein könnte. Das ist die eine Sache. Und dass ich interessant finde daran, dass sie für mich die Geschichte trotzdem, und da bin ich gespannt, was ihr sagt, zutiefst feministisch wirkt auf mich. Also, weil bei mir ging so eine Explosion im Kopf los, die eigentlich darauf hindeutet, dass bei mir ganz viel anspringt. Und dann, wenn ich auf mich höre, dann muss ich sagen, ist da, also bei mir ging ganz viel los. Das sind so diese Metaebene. Dann dieses zweite ist dieses natürlich dieses lineare versus das non-lineare Zeitverständnis. Dann das Fermatsche Prinzip, weil da hat er auch mit Zeit zu tun. Also das ist alles mit in dieser Frage drin. Die Sapir-Whorf-Hypothese finde ich auch ziemlich spannend, wie sie die umgesetzt haben. Das habe ich im Studium immer, sowas lernt man auswendig und weiß gar nicht. Und jetzt merkt man plötzlich, wie groß das ist, was das für ein Konzept ist. Was für ein Konzept? Diese Sapir-Whorf-Hypothese. Also, dass die Sprache durch deine Gedanken im Prinzip durch die Sprache geprägt sind, okay, und du nur das ausdrücken kannst, was du, nur das denken kannst, was du auch sprechen kannst, sozusagen. Okay. Ich das jetzt mal runterbreche. Mhm. Sprache als Waffe, also dieses Konzept, was ja vorne anfängt, dass sie in ihrem Linguistikbuch schreibt, die Sprache ist die erste Waffe, die eingesetzt wird, wenn es Konflikte zwischen Ländern gibt, wo sie im Prinzip ja schon das Fehlverständnis sät selber. Für das, was die Heptapoden dann sagen, ich habe hier eine Waffe, also wir geben euch eine Waffe und das dann fast zu dem Riesenkrieg führt. Ja, dann diese Kommunikation zwischen, also diese Übersetzungsgeschichten zwischen Louis und den Heptapoden, Physiker, Linguistin, Armeetyp, also diese ganzen verschiedenen Übersetzungsmomente finde ich auch ziemlich interessant. Dann dieses Jorge Luis Borges-Ding, dieses Book of Ages, da steckt drin dieses ganze Sterblichkeit, Unsterblichkeit-Ding, Ewigkeit, was ich ganz spannend finde für die Zukunftskonzeption. Und ja, und dann so schöne Sachen wie dieses freie Willen, gibt es den freien Willen, wenn man also seine Zukunft kennt, wie die Louise am Ende, gibt es dann überhaupt einen freien Willen für sie noch? Weil sie dann ja eigentlich nur der Zukunft folgt, die vor ihr steht. Und dann mag ich halt einfach über Louis reden, über ihre Art, die Dinge zu sehen, auch über die Amy Adams, wie sie das darstellt, weil ich das einfach grandios finde. Dieses Starren und dieses Durchdringen, also wie das in dem Film, wie sie sich die Zeit genommen haben, sie gucken zu lassen. Das finde ich einfach, also da würde ich nur ein bisschen schwärmen wollen.
Genau, das sind 9 Punkte, Ladies, sagt ihr dazu. Jetzt halte ich mal den Mund kurz. Vielleicht sollten wir, während wir darüber nachdenken, mit welchen Punkten wir anfangen, kurz eine Szene zu zeigen, damit die Leute, die den Film nicht gesehen haben, so einen kleinen Eindruck kriegen. Ja. Genau. Da sieht man auch so ein bisschen schon die eine Art von Langsamkeit in dem Film. Also man nimmt sich sehr viel Zeit für dieses Ausgestalten von Raum und Tönen und Blicken und so. Genau. Ja, mich würde jetzt ja sehr interessieren, was euch so gefallen oder was euch interessiert, worüber ihr sprechen wollen würdet bei dem Film. Oder ob ihr irgendwo anknüpft von dem, was ich gesagt habe, oder ob ihr ganz andere Sachen noch habt, die euch brennen. Ich kann anfangen, aber ich sehe es wirklich ganz, ganz anders. Also ich habe den Film im Kino ja gesehen und fand, es war ein wirklich sehr, sehr schöner, ästhetischer Film. Also auf ganz vielen Ebenen für mich super interessant, die Architektur auch von dieser Universität und auch diese Raumschiffe halt, die ja so schwarze, ich weiß gar nicht, wie man das, keine Eier, aber sowas, also was ist das für ein mathematisches Format? Ich weiß es nicht. Aber die so, nennen es Muschel, also die nennen es auch nicht anders als Muschel. Und also das fand ich alles unheimlich schön, den ganzen Film. Und auch diese Farbgebung, die ja so eine Melancholie ausstrahlt von Anfang an. Ja, also die Hauptfigur ist ja von Anfang an ein unglaublich isolierter Mensch in einer sehr schönen Umgebung. Und das ist so diese schöne Einsamkeit, so nenne ich das jetzt mal. Und dann habe ich halt auf deine Anregung hin die Kurzgeschichte gelesen, die ich jetzt nicht so sprachlich irgendwie besonders spannend finde. Also ich finde, die ist sprachlich ganz okay, aber die ich halt wirklich insgesamt viel besser finde. Also viel, viel interessanter, wenn es ums Nachdenken geht. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto deutlicher ist es für mich geworden, dass ich eigentlich finde, der Film ist eine am Ende für mich sogar richtig unangenehme Romantisierung von der Kurzgeschichte. Also eine Romantisierung auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr hat mich das auch gestört. Also zum Beispiel eben auch die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, die nach meiner Meinung in der Kurzgeschichte durchaus auch sehr ambivalent und auch unsympathisch zum Teil ist. Also auch in der Beziehung zur Tochter und auch wie sie über bestimmte andere Menschen spricht in ihrer Ich-Erzählerrolle. Und all das nimmt der Film ja komplett raus. Und er erzählt eben so eine
romantische Geschichte, wobei ich jetzt nicht mit Romantik die Liebesgeschichte meine, die ist ja sehr, sehr so understated da drin. Aber so das alles ist so ein romantischer, eine romantische Kritik an der Vernunft, finde ich, so an ja, vernünftigen Umgang mit Welt, im Aufgeklärten. Und die finde ich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, desto unangenehmer. Ich kann mich gerne anschließen, weil mir es ein bisschen ähnlich ging. Als wir drüber gesprochen haben und du sagtest, du möchtest über den Film reden, habe ich ja felsenfest behauptet, ich kenne den nicht. Ja? Was mich damals schon gewundert hat, weil ich ja ein großer Fan von Science Fiction bin und normalerweise in jeden Film reingehe. Und dann habe ich aber gar nicht gewusst, dass es dazu eine Kurzgeschichte gab. Die habe ich dann gelesen und fand sie super toll und super interessant. Und dann habe ich mir den Film angeguckt. Und so gegen Ende habe ich gemerkt, oh, den hattest du ja schon. Du hattest den ja damals tatsächlich im Kino gesehen. Ich hatte ihn nur völlig vergessen, weil ich ihn tatsächlich eigentlich ein bisschen ja auch zu klischeehaft fand. Also die Langsamkeit, die hat mich gelangweilt. Ich bin aber auch tatsächlich ein Mensch, der sich schnell langweilt bei sowas. Ich kann das nicht gut. Also ich bin einfach, das ist jetzt, würde ich gar nicht dem Film anlasten. Das weiß ich aber von mir. Wenn der Film zu langsam ist, dann trifft ich mit meinen Gedanken ab und dann bin ich nicht mehr dabei. Aber und ich fand den dann eigentlich auch so für so ein Science Fiction ganz gut. Als du vorhin gesagt hast, was mir sofort aufgefallen ist, dass es ja ein kleines bisschen ein Klischee ist, dass immer die Frauen in Science Fiction diejenigen sind, die dafür zuständig sind, die Kommunikation mit den Außerirdischen herzustellen. Das ist ja so ein Trope, der ist ja schon, ich meine, von Uhura auf Star Trek über Jodie Foster bei Contact und so weiter, ist das ja immer so, ich habe gedacht, warum müssen das schon wieder die Frauen sein, die da irgendwie diese kommunikative Brücke schlagen? Ist das jetzt feministisch oder ist das ein Klischee? Weiß ich jetzt. Also vielleicht kann man sich ja aber auch so eine Zuschreibung aneignen und sie positiv wenden. Da könnten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das, was mich sozusagen nach dem Lesen der Kurzgeschichte, ich fand, die Kurzgeschichte hat ja eine super interessante Frage aufgeworfen, nämlich die der Linearität einer Erzählung im Vergleich zu der Gesamtheit der Erzählung in einem. Und ich fand diese eine Passage einfach super spannend zum Nachdenken, wo die Frage diskutiert wird, dass man nur eins davon denken kann. Also entweder man denkt eine Erzählung linear, dann passiert eines auf der Grundlage des anderen und es gibt so eine Folge, also ich mache das, deshalb passiert dann das und deshalb passiert dann das und das führt dann zu irgendwas. Oder die Geschichte läuft eben so ab, dass das Ende schon feststeht und man das weiß und alles auf einmal passiert, aber dann kann man auch gar nichts mehr anderes machen. Also dann, also das Bild war ja, dass man dann so wie eine Theateraufführung, bei der Theateraufführung steht auch schon am Anfang fest, was am Ende rauskommt. Trotzdem ist die Aufführung aber interessant und muss passieren, damit es auch passiert. Und diese Gegenüberstellung von zwei philosophischen Konzepten in der Kurzgeschichte, die finde ich super spannend und finde, die bringt auch nochmal was Zusätzliches, eine zusätzliche Idee zu diesem alten Streit, gibt es einen freien Willen oder nicht? Weil auch diese Gesamtheit, also das, was die Heptapods da dann repräsentieren, ist ja Freiheit. Also Freiheit, es sind zwei Versionen von Freiheit, die man aber nicht beide haben kann, sondern wie bei diesem Vexierbild, man sieht immer nur das eine oder das andere und wenn man das eine sieht, kann man das andere nicht sehen. Und ich fand halt dann habe ich ja den Film nochmal geschaut, aber jetzt, nachdem ich die Kurzgeschichte kannte. Und ich fand dann, und ich glaube, das ist wahrscheinlich was man nicht in einem Film zeigen kann. Und die haben daraus gemacht so eine Art, was es im Science Fiction ja oft gibt, dieses Paradox der Zeit. Ja, so was dann vorher schon war, was später passiert, kommt dann früher auf und beeinflusst dann die Zukunft. Also das hattest du ja vorhin auch erzählt in der Zusammenfassung, dass das dann die Auflösung ist, wie dieser Krieg, der ja in der Kurzgeschichte gar nicht vorkommt. Dann, also im Prinzip haben sie aus dieser sehr interessanten Fragestellung eine konventionelle, okay gemachte Science-Fiction-Geschichte gemacht. Aber sie haben, glaube ich, für mich hatten sie den interessanten Kern dabei raus,
rausgeschnitten sozusagen, weil sie dafür keinen Weg gefunden haben, wie man das erklären kann oder wie man das visualisiert. Moralisiert. Sie haben es auch moralisiert, nämlich im Film ist ganz klar, wer hier Recht hat oder wer das Richtige tut, nämlich eben die Frau, die dann auf diese andere Seite quasi wechselt. Und in der Kurzgeschichte ist es eben so, wie du sagst. Es gibt die zwei Möglichkeiten und sie sind inkompatibel. Und weil sie das sind, ist es auch immer ein Problem. Wenn man auf die eine Seite wechselt, kann man nämlich mit den anderen nicht mehr wirklich, schon, man kann kommunizieren, aber man kann in ihrer Welt nicht mehr leben. Ja, da kann ich auch, ich habe mich sogar gefragt, um da anzusetzen, ob sie quasi mit der Filmdramaturgie, du hast, Anne, gesagt, das ist so eine klassische Hollywood, also wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht irgendwie auch schon, weil das ist ja eine ganz, also die Sachen, die dazugefügt sind, nämlich dieser Krieg und dann auch ihr Heldentum, wenn man so möchte, das bringt ja eine ganz klare lineare Erzählstruktur, ja. eine Dramatik in diese Geschichte rein und ob es damit nicht eigentlich das Konzept kaputt macht. Also gerade mit diesem in die Zukunft gehen und deswegen das jetzt lösen sozusagen, also ich bin mir nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass quasi das konterkariert eigentlich die Idee der Kurzgeschichte. Und auch mir ging es so, also du hattest ja sogar uns gebeten, dass wir erst die Kurzgeschichte lesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe trotzdem erst angefangen, den Film zu gucken. Und vielleicht, ich bin jetzt nicht so schnell gelangweilt von langweiligen Bildern, aber ich sage immer, ich bin überhaupt kein visueller Mensch. Und das habe ich daran gemerkt, dass also das, was du jetzt nochmal gesagt hast, Jutta, dass du es so wahnsinnig schön findest, wo du es jetzt erzählt hast, dachte ich so, ja, das stimmt. Aber das ist was, was mich irgendwie wenig packt. Oder es muss mir jemand erklären und dann denke ich, oh ja, interessant. Aber es ist nichts, was sich mir so ohne weiteres erschließt. Deswegen, und weil ich den Film abends geguckt habe, habe ich irgendwie nach einer Viertelstunde aufgehört, habe geschlafen und habe dann die Kurzgeschichte am nächsten Tag gelesen. Und die habe ich komplett vorne bis hinten linear durchgelesen, weil ich die super, also die hat mich total gepackt und fand ich total spannend. Genau, darüber würde ich gerne nochmal reden. Auch diese, also wirklich die Unterschiede, die Verschiebung zwischen Kurzgeschichte und Film. Ich glaube auch, dass da viel verloren geht. Noch ein Beispiel, was für mich auch ein echt großes Thema ist, sind diese Gender-Darstellungen. Ich sehe das auch, also für mich ist es auch weniger, also die Frage, die du aufgebracht hast, Anne, ist es ein feministischer Film? Ich glaube, ich finde es irgendwie, ich würde das sehr viel weniger mit Ja beantworten. Mich hat das manchmal sehr viel mehr genervt, irgendwie die Rolle, die die Frau bekommen hat. Auch die Mutterdarstellung und sowas. Aber an einer Stelle, und da quasi um jetzt auch nochmal diese Sache Veränderung zwischen Kurzgeschichte und Film zu sagen, Jerry Ian, den braucht man eigentlich im Film nicht. Der ist völlig funktionslos. Also der macht nichts. Außer dann irgendwie Zeugen, aber auch das wird nicht dargestellt. Aber der ist in der Kurzgeschichte, ist er als Physiker und quasi diesen Austausch, den er mit den Aliens hat über die Physik, das ist total interessant und total wichtig, auch nochmal für ihre Arbeit. Und im Film hängt er einfach immer nur bei ihr rum und rafft nichts. Bewundert sie. Ja, genau, stimmt. Im Buch ist er ja eigentlich derjenige, der das Rätsel der Sprache löst, weil er sozusagen dieses physikalische Gesetz entdeckt und das erlaubt ihr ja erst, die Sprache zu verstehen, also zu verstehen, was mit der Sprache das der Punkt ist. Stimmt, das war mir gar nicht aufgefallen, stimmt, im Film. Ja. Na gut, da sie das Problem nicht haben, brauchen sie es auch nicht zu lösen in dem Film. Naja. Ja, ich dachte da einerseits, das ist ja mal ganz witzig, also weil normalerweise sind so völlig funktionslose Sidekicks, die nur zum Vögeln da sind, typische Frauenrollen. Aber ich glaub, hat er nie mal Kaffee gekocht oder so einfach doch, doch nicht, weil zum Beispiel auch trotzdem, ich habe nochmal, könnt ihr nochmal sagen, aber ich glaube, der Film besteht zum Beispiel trotzdem den Bechdel-Test nicht. Weil die einzige andere Frau, die vorkommt, ist die Tochter und die reden aber sowieso nicht so viel miteinander und wenn, dann geht es oft um den Vater. Genau, was ich unheimlich spannend fand, ich bin ja keine Linguistin. Ich habe mich trotzdem anhand der Sprachen, die ich gelernt habe, gefragt, ob diese Darstellung oder diese Gegenüberstellung, die da gemacht wird, von unsere Sprachen sind alle, also menschliche Sprachen sind alle linear, während diese Aliensprache das nicht ist, ob das wirklich stimmt. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch, aber die einzige Sprache außer Deutsch, die ich ganz gut kann, ist Hebräisch.
Und da ist zumindest, würde ich behaupten, in der Sprachgeschichte hat es da eine Veränderung gegeben. Also vom Althebräischen zum Neuhebräischen, das kann ich ja vielleicht nachher noch ein bisschen erzählen. Und das würde sich aber jetzt, und jetzt spreche ich mal so aus meiner, ich bin zwar Historikerin Zeitgeschichte, aber von dem, was ich so mitbekommen habe aus früheren Jahrhunderten, ist tatsächlich so, also geistesgeschichtlich, das auch noch nicht so alt, dass wir komplett linear denken. Also ich würde jetzt mal wieder irgendwie Hegel auf den Plan rufen oder sowas, wobei das ja auch interessant ist, weil der doch auch eine Teleologie in seinem Denken drin haben, aber dass man Geschichten von Anfang bis zum Ende erzählt, also auch überhaupt die Geschichtswissenschaft an sich, so wie wir sie kennen, ist ja noch nicht so alt. Und dieses quasi zirkuläre Erzählen oder quasi die eigene Geschichte, wie auch immer, einschreiben in eigentlich eine sich wiederholende Geschichte und auch vor so einem Hintergrund deuten, das ist ja schon auch was Menschliches, was, wo ich jetzt nicht sagen würde, irgendwie der Film ist blöd, weil der stellt das nicht dar, sondern aber diese Gegenüberstellung oder auch diese so Übergänge dazwischen im menschlichen Denken finde ich total, das finde ich total spannend. Also, und auch nochmal ein bisschen spannender rausgestellt eben in einer Kurzgeschichte. Jetzt muss ich aber nochmal eine Lanze brechen für den Film. Also, so geht das nicht. Ich habe den Film ja zuerst gesehen und ich hatte keine Erwartung. Ich hatte nichts davor gelesen und wahrscheinlich hat er mich deswegen völlig weggeflasht, weil mein Mann zieht mich in Filme rein, weiß ich nicht, von Star Wars über sonst irgendwas. Und da, also wenn man jetzt vergleicht, Filme, die bisher gemacht wurden, Science-Fiction-Filme, die verfilmt wurden, also Stories, die verfilmt wurden, wo bitte gibt es, also da sticht diese Geschichte wirklich wahnsinnig heraus. Also wir müssen ja jetzt auch uns in der Entwicklung sehen. Und da ist, also ich war völlig geflasht von dem Film, weil die also erstmal gibt es nur eine einzige Explosion. Hallo? Also es gibt keinen Krieg, der Krieg wird abgewandt. Natürlich bauen sie mit derselben Dramatik, also dieselbe Dramaturgie spielt da eine Rolle. Also es kann natürlich immer Krieg geben, aber es gibt verdammt nochmal diesen Krieg nicht. Und es ist nicht die Hälfte des Films, dass sich irgendwelche bombardieren oder so. Ich fand zum Beispiel diesen Film Inception damals so geil, von dieser Idee mit diesen Träumen. Und ich war so genervt von diesem ganzen Geschieße da drinnen. Also ständig ist da aus überall kommen irgendwelche Waffen raus und so. Also war ich so angenervt von. Und das passiert in diesem Film nicht, außer dieses eine Mal. Und da weiß man eigentlich auch nicht, dass es passiert. Also da wird nicht 10 Minuten diese Bombe gezeigt, die da reingesetzt wird. Also das finde ich total super. Also ich war nach dem Film so, ey, es gab nicht einen Schuss. Ich finde, das ist, also sollte man anerkennen, dass man... Also das ist jetzt noch nicht, diese Frage, ob das feministisch ist oder nicht, ist ja, das treibt mich ja die ganze Zeit rum. Was aber passiert ist, ist, dass in meinem Gehirn, also dass in mir alles angesprungen ist, alle Arten von Philosophien angegangen sind. Und das ist für mich schon, das reicht mir manchmal schon. Also ich habe ja die Kurzgeschichte erst gelesen, auch wie ihr, erst vor kurzem. Und jetzt, um ein bisschen was reinzubringen, wo ich mich auch geärgert habe, ist, als der in dieser Nachbesprechung von der Xenolinguistik, sagt der Ted Chiang, der wird ja am Anfang gezeigt, so eine Doku danach, auf der DVD, da sagt er zum Beispiel, es würde noch nie in irgendein, also nicht noch nie, hat er nicht gesagt, er hat sich schon vorsichtig ausgedrückt, er hat gesagt, die Sprache, also der Erwerb von einer Fremdsprache, also einer Aliensprache, wird in Science-Fiction-Filmen nie thematisiert. Nie. Also jetzt habe ich wieder nie. Also fast nie thematisiert. So, und nun beschäftige ich mich ja sehr mit feministischer Science-Fiction. Und das ist einfach nicht wahr. Weil fast alle feministische Science-Fiction, wird von Frauen, also meistens von Frauen geschrieben, aber auch von Männern, thematisieren genau das, und zwar bücherweise und lang. Also die beste von allen war bisher diese Suzette Hayden Elgin. Die hat hier 2 Bücher geschrieben. Wunderschön, wunderschönes Cover, oder? Wir lieben es, oder? Also einmal hier Amerika der Männer, das heißt im Original viel besser. Das heißt Mother Tongue, Native Tongue. Und das zweite, die Judasrose, ist genauso übersetzt. Es ist ein Zweierband. Alles nur über Kommunikation mit Aliens. Die machen aber übrigens auch Frauen, aber im Patriarchat. Sie sind unterdrückt und sind die, die diese Übersetzung machen sollen. Und was noch viel interessanter ist, dieselbe Schriftstellerin, Suzette Hayden Elgin, hat ein Linguistik-Lehrbuch geschrieben.
Und Louise Banks ist Linguistin und hat ein Linguistik-Lehrbuch geschrieben. Und mein Professor hat mich immer gefragt, wieso ich irgendwelche Bezüge ziehe. Aber sie fängt an, in ihrem Linguistik-Lehrbuch zu schreiben, in Science Fiction. Also ihr erstes Vorwort, Nature of Human Language, beginnt sie mit Beispielen aus der Science Fiction. Und da schreibt sie jetzt das über diesen Universal Translator, der überall immer zum Einsatz kommt. Und dann hat sie so einen schönen, dann sagt sie so schön, the effect is always the same. The human beings perceive the alien speech as their own native language and vice versa. Shazam, schreibt sie so schön, Shazam. End of communication problems. Also, das Buch ist von 1973. Von daher fand ich frech, weil das ist wieder so eine Aneignung. Der hat wahrscheinlich diese ganzen Bücher gelesen und tut jetzt so mit seiner Kurzgeschichte, als wenn er jetzt das Rad neu erfindet. Das fand ich so ein bisschen negativ an dieser Sache, weil man kann sich ja auch mal auf seine VorgängerInnen, das sind vor allen Dingen Frauen, beziehen und sagen, okay, die Idee, die Sprache zu besprechen, auch wenn er es dann natürlich fantastisch gemacht hat, kann man ja mal angeben. Genau, das wollte ich jetzt zu dieser Metaebene nochmal sagen. Da gibt es schon sehr, sehr viel und er ist nur in einer Reihe von sehr vielen, die das schon thematisiert haben. Naja, ich meine, das interessante Problem an Science Fiction generell ist ja immer, also ich finde auch, das ist natürlich Quatsch zu sagen, die Kommunikationsprobleme seien bisher kein Teil gewesen. Ich würde auch sagen wie du, das ist eigentlich das Interessanteste am Science Fiction generell immer. Und natürlich sind die Universal Translators, die sind halt tatsächlich ein Problem, ja, weil sie das Problem immer wegmachen. Aber trotzdem ist es sozusagen passiert, finde ich, dass die Heptapods, also das ist aber was, wo ich immer sehr negativ reagiere, weil wenn ich in Science Fiction sehe, der Alien Lifeforms humanisiert, sozusagen, ja. Und ich finde, das ist auch bei dem Film wieder passiert. Zum Beispiel die Heptapods, die hatte ich mir ja schon vorgestellt, weil ich jetzt ja erst die Geschichte gelesen habe. Und die werden ja in der Kurzgeschichte so beschrieben, dass sie total symmetrisch sind, dass sie, egal von wo man sie anschaut, sehen sie gleich aus, was ja dem Konzept sei. Das fand ich zum Beispiel in der Kurzgeschichte auch interessant, dass reflektiert wird, dass eine Sprache eben widerspiegelt, auch was ist. Also dass das Materielle dann damit in... Und das ist leider im Film nicht so. Da stehen sie auf beiden halt nur auf 8. Ja, und sehen im Prinzip aus wie Oktopusse oder sowas. Aber sie sehen ganz, also sind humanoisiert in der. Klar, es ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach auch schwierig, das so ein Konzept zu verfilmen. Deswegen hat der Film ja auch so viel Text dann, trotz der vielen Bilder, aber die Bilder und der Text, die sind nicht zusammen. Also die Bilder können diese Geschichte ja nicht erzählen, sondern die erzählen dann halt irgendwas anderes. Und ich fand dann immer, mit ganz viel Text wurde dann versucht, den philosophischen Hintergrund auch noch in den Film reinzukriegen oder so. Aber diese Frage ist halt einfach auch schwierig. Wie kann man das andere darstellen, sodass man es versteht? Weil das geht, also es ist halt die grundsätzliche Frage der Differenz, ja, weil wenn man es versteht, ist es nicht mehr das andere. Und wenn es das andere ist, dann versteht man es halt nicht. Das ist. Und dann ist es immer noch ein Hollywood-Film. Also ja. Sie müssen auch noch Geld damit machen. Und der hat ja nicht viel eingespielt, also im Vergleich nicht viel eingespielt. Und er war ja überhaupt kein Renner. Also das war schon fremd genug. Also die konnten nicht noch das noch mehr verfremden. Das ist immer relativ. Dann ist es ein Kunstfilm. Dann gehen wir, ja. Ich finde das trotzdem zu entschuldigend gegenüber dem. Denn das ist nicht nur so, dass es schwierig ist, jetzt zum Beispiel die nicht zu humanisieren oder so, sondern da sind ja auch bestimmte Entscheidungen getroffen worden, die nicht nötig waren, jetzt aus so visuellen Gründen oder so. Beispielsweise, dass einer von denen sterben muss. Und dass man damit diese Opfergeschichte da drin hat. Das sind alles so, aus meiner Sicht wirklich, können wir das zusammenfassen unter diesem Label romantisieren. Also man versucht, das ganze philosophische Problem in ein moralisches zu übertragen. Und deshalb braucht man jetzt auch den Krieg, nicht weil geschossen werden muss, sondern man braucht diese Situation, jemand muss jetzt mit der richtigen Sichtweise alle retten. Nee, das habe ich ganz anders gesehen. Abscheulich, also wirklich auch im Nachhinein schlimmer als beim ersten Mal schauen. Also diese Todesgeschichte von dem, wer war das, Abbott, ne? Nee, wer ist Costello, wer ist Abbott? Weiß nicht, welcher. Die Geschichte habe ich ganz anders interpretiert als du.
Ich habe das nämlich so gesehen, dass das ein, dass Sie ja gar nicht das kennen, dass das Zeitkonzept, das Sie haben, dass das gar nicht, dass es gar kein Opfer ist, weil, sondern es gehört dazu. Also wenn wir diese Menschen dazu bringen wollen, dass sie unsere Sprache lernen, dann brauchen wir die Louis nochmal in diesem letzten Moment drin und dann ist das halt so. Ja. Dann muss da halt die, also das ist eingeplant. Der weiß ja schon, dass er stirbt. Ja. Also und das ist, also ich habe das gefühlt, als Opfer habe ich das nicht gesehen, sondern als eher so eine, ja, vielleicht eine Parallelziehung, dass auch ihre Tochter stirbt oder was weiß ich, aber nicht mal das. Ich finde das auch zu unterschiedlich, diese beiden Geschichten. Aber für mich war das nicht dieses, dieses Moralische oder so. Fand ich gar nicht. Interessant, okay. Ich weiß, dass der ganze Film schon so anfängt mit der Trauermusik, mit den schwarzen Bildschirmen und dann auch immer wieder diese Farbgebung und so und die Einsamkeit von diesem Haus, was ich ja wunderschön finde. Also mich zieht das an jetzt anders als Maria. Ich finde das wirklich schön. Also ich bin auch durchaus durch so romantische Darstellungen zu beeindrucken und anzuziehen. Das ist durchaus möglich. Aber ich finde es jetzt auf diese Geschichte gepackt, finde ich das wirklich ein Riesenproblem. Also ich finde, da wird nämlich genau das, was die ausmacht, diese Geschichte, wird daran zerstört. Also auch mit dem, mit der Tochter, das ist ja auch kein Zufall, dass die als Kind stirbt und so. Dadurch ist es jetzt alles etwas, diese Frau ist immer traurig und einsam. Von Anfang bis Ende. Also das, sie ist ja, das fängt, der Film fängt so an und er endet auch so. Und diese Einsamkeit ist aber auch irgendwie schön. Erhaben, geradezu erhaben, ja, weil so in diesen Bildern steckt das ja drin und diese Heptapods sind eben auch erhaben. Also erhaben über so, so eine menschliche Existenz, die das halt nicht überreißt, das klügere Konzept. Und ich finde, in der Geschichte sind es so, wie Antje gesagt hat, zwei konkurrierende Konzepte. Und es wird auch deutlich, sie sagt es ja auch an einer Stelle, die Erzählerin, dass sie nennt das dann Combustion, also wenn sie jetzt wirklich ein Heptapod-Denken übernehmen würde, dann wäre das eine Verbrennung. Also dann muss sie wirklich sozusagen eine menschliche Existenz verbrennen. Und ich finde, das Wort zeigt auch, dass das auch ein Gewaltakt ist. Also das, und auch gegenüber der Tochter, das ist doch sehr gewalttätig, was hier passiert. Nämlich sie nennt das Story of Your Life. Und an einer anderen Stelle sagt sie, oh, das finde ich jetzt gerade nicht, dass die Tochter ihr gehört. Ah, ja, mein, quasi dein Leben ist mein Leben und genau das passiert. Indem sie in diesen Zwischenbereich geht, wird sie im Grunde so eine passiv-aggressive Persönlichkeit, finde ich. Also jemand, der eben weder jetzt bereit ist, seine Pflichten zu übernehmen in dem einen Bereich, also in so menschlichem Ursache-Wirkungsdenken, wo man dann halt die Verantwortung übernehmen muss für seine Entscheidung, noch vollkommen seine Pflichten in dem anderen Bereich, wo man dann eben ausagieren muss, vollständig, was immer schon ist, sondern sie ist in diesem Zwischenbereich und das ist auch, und ich glaube, das will die Geschichte auch zeigen, wer dahin gerät, ist eben auch wirklich abgetrennt von allen anderen und das ist nicht angenehm und auch nicht schön. Ja, aber das passiert doch aber. Also ich finde ja auch, dass diese Rolle, die sie da hat, also dieses auch diese Einsamkeit oder diese, das ist doch das, was sie ist doch, also sie ist doch in der Welt, also sie ist Professor, also jetzt ist es ein bisschen, jetzt geht es ins Klischee rein, aber sie ist eine Professorin in einer Männerwelt. Also sie behält, sie ist dort irgendwie, wodurch auch immer, wurde sie da, ist sie bei der Armee, ist sie, wie heißt das, dass sie da geheim. Also so, dass sie da diese Rechte hat oder diese Lizenz. Und sie bewegt sich die ganze Zeit in einer Welt, wo die davor schon nicht so denkt. Also sie ist ja davor schon gedanklich komplett woanders. Also ja, aber wir sind sie hat nie dieses Denken und jetzt lernt sie noch ein anderes Denken und enthebt sich nochmal davon weiter ab. Also jetzt geht sie ja nochmal in andere Sinneswahrnehmungen und in andere Strukturen rein und natürlich fühlt man sich da einsam.
Also das, ich finde, das ist die Einsamkeit, die man ja auch selber immer spürt, wenn man denkt, bin ich jetzt eigentlich irre oder ist das, was ich denke, jetzt noch normal? Ist das zu radikal? Kann ich damit Leute irgendwie, kann ich das schreiben oder kann ich das überhaupt denken? Und so geht es ihr ja schon die ganze Zeit, also schon davor, weil sie, also dieses Durchdringen von Dingen, was die anderen alle nicht tun, keiner von denen durchdringt Sachen. Keiner kann durch diese Wand durchgucken. Ja, ich muss das immer machen, weil ich diese Heptapoden so geil finde. Keiner durchdringt die Wand, aber sie mit ihrem Blick durchdringt diese Wand immer. Und da ist sie die Einzige, die das kann. Und das macht einsam. Also ich finde das, ich finde das, ich find das in Ordnung. Und sie kriegt ja ihre Tochter, die stirbt dann zwar, aber sie ist ja dann nicht mehr so einsam. Darf ich mal auf diese Mutter-Tochter-Beziehung eingehen und auch nochmal in der, also ausgehend vielleicht von dem der Szene, die Jutta du gerade schon beschrieben hast. Ne? Also es ist ja, sie sagt, ich erinnere mich da quasi, da bist du gerade einen Tag alt. Der Vater ist zum Glück mal wieder raus, der ist ja sowieso die ganze Zeit raus und sie, also es ist ein Krankenhaus und sie guckt das Kind an und sagt, du bist mein. So. Also für mich ist es keine komplett negative Figur. Ich würde das auch nicht, jetzt verstehe ich dich, Jutta, fast so ein bisschen so, als ob die Geschichte so moralisiert, dass wer da in die Zwischenwelt gerät, irgendwie abdriftet. Ambivalent dann halt. Aber ich finde, genau, also diese Ambivalenz finde ich in der Geschichte total stark. Ja? Also auch, also was dazwischen, ich finde es zwar irgendwie total komisch, auch da, dass oder das macht mir auch dann so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, dass das so eine. Dass diese Elternschaft, das ist einfach nur Mutterschaft, sozusagen nur Mutter-Tochter-Beziehung verhandelt. Der Vater ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber quasi in der Geschichte wird diese Ambivalenz aufgespannt, ja. Also die Mutter, die das irgendwie, die das Kind vereinnahmt, diese Tochter irgendwie, das ist deine Geschichte, du bist mein. Ich habe da irgendwie diesen Gollum mit seinem Schatz als Bild im Hintergrund. Ja, genau. Und die Tochter lässt sich ja nicht vereinnahmen, ja. Also die ist erwachsen, die wird 25. Die entscheidet, also auch die Konflikte zwischen denen, also die Geschichten, die Ausschnitte, die sie macht, ist eigentlich eine Konfliktgeschichte mit der Tochter, ja. Die Tochter sagt, du hast mich nur bekommen, damit ich hier sauber machen kann. Ja, oder die, also die Tochter sagt hier, ich habe übrigens Alkohol getrunken, hast du doch auch gemacht. Und die Mutter sagt, nee, eigentlich nicht, aber sie will das nicht zugeben, dass sie ganz anders ist als oder ihrer Tochter gegenüber. Und auch der Tod von der Tochter ist quasi, das ist ihre Entscheidung. Sie geht klettern, sie stürzt ab, sie stirbt. Und das ist im Film, löst sich das nicht raus aus dieser irgendwie auch ein bisschen ekligen Mutter-Tochter. Das ist wirklich ihrs. Sie ist mit der Tochter, die Tochter quasi stirbt nicht, weil sie irgendwelche Entscheidungen, weil sie eben independent irgendwie ist, sondern sie stirbt im Schicksal. Also ja, so, idyllisch. Kann man machen. Und das finde ich, weil ich diese Beziehungsgeschichte eigentlich total spannend finde. Wie gesagt, ich hätte sie gerne auch noch ein bisschen, oder ich finde, es verstört mich nachhaltig, oder das fehlt mir dann, wenn man schon Science Fiction macht, dass man, also man kann ja sagen, also der abwesende Vater, Story of Everyone's Life oder sowas, oder auf jeden Fall von jedem vielen, aber hätte ich gerne ein bisschen mehr Potenzial geschöpft, oder das finde ich dann so ein bisschen schade, aber die Beziehungsgeschichte trotzdem zwischen Tochter und Mutter finde ich total spannend in der Kurzgeschichte und so ein bisschen abgeflacht. In einem Film. Das sieht traurig an. Ja, nee, um noch was zu ergänzen, ich finde nämlich auch, was noch dazu kommt in der Kurzgeschichte, es sind ja auch diese Zwischenblenden der Beziehung zu ihrer Tochter in verschiedenen Altersstufen, aber immer ja auch ein Baustein, der ihr dabei hilft, diese Sprache zu entschlüsseln. Ja. Also weil sie von der Tochter auch lernt, was sozusagen mit anderen zu kommunizieren. Also es ist eine parallelisierte Differenzgeschichte. Die Differenzen mit ihrer Tochter erlauben ihr, die Differenzen woanders auch zu erkennen. Das fand ich nochmal spannend. Das ist leider in dem Film auch nicht, weil es gibt eben keinen richtigen Dialog, keine Auseinandersetzung mit der Tochter, weil die einfach nur das Kind ist, das erst schön ist und dann tot. Und was ich auch nochmal eine philosophisch spannende Frage fand in dem Zusammenhang, weil es stellt sich ja auch die Frage,
wenn ich schon weiß, wie das eine Beziehung endet, soll ich sie dann überhaupt anfangen? Also ja, sozusagen diese Frage fand ich ja total... Das ist für mich die Hauptfrage, ja, genau, tatsächlich. Und die kam tatsächlich im Film auch ein bisschen raus, weil am Ende... Ja, danke. Am Ende ist ja diese fast schon dramatische Entscheidung von ihr, okay, jetzt ist da dieser Mann... Ich gehe jetzt mit dem Vögeln, damit diese Geschichte sich so abspielt, auch wenn ich weiß. Und das ist aber eine interessante, die Frage wäre noch interessanter, sage ich mal, wenn man diese Entscheidung auch einer anderen Person gegenüber rechtfertigen muss, ja, sozusagen. Und das ist halt leider auch im Film nicht der Fall. Also sozusagen diese denn also... Es ist ja also diese Übergriffigkeit der Mutter gegenüber der Tochter ist ja in gewisser Weise auch real, weil natürlich tatsächlich im Prozess des Kriegens sozusagen die Tochter nichts mitzureden hat. Also es ist ja tatsächlich am Anfang eine einseitige Beziehungsentscheidung. Darf ich noch kurz einhaken, weil ich habe das tatsächlich so verstanden, dass der Vater, also dass das im Film, und das ist eine Zufügung aus der Geschichte, sich entscheidet, die Mutter zu verlassen in dem Moment, als sie quasi ihm mitteilt, dass sie weiß, dass die Tochter stirbt. Ja. Im Film wird das so, aber es wird ganz schnell drüber weggegangen. Ja. In der Geschichte dagegen ist es in der Kurzgeschichte ja auch anders. Da spürt man ja auch immer so eine gewisse Aggressivität von der Ich-Erzählerin gegenüber dem anderen Leben von dem Vater. Sie nennt die neue Frau immer What's her name? Ja, genau, ja, diese... Wenn Sie alles erinnern, das fand ich übrigens unangenehm, aber ist egal. Das fand ich gerade gut, weil dadurch die Figur eben nicht so eine Klappe ist, ja, die okay, einfach so sympathisch ist und uns vertritt irgendwie, als wir finden uns selber auch sympathisch und wollen dann uns mit der identifizieren, sondern die Figur war eben, also die hat mich viel mehr zum Nachdenken zum Beispiel auch über Mutter-Kind-Beziehungen gebracht und so, als der Film das je könnte. Der Film hat das ja alles ein Problem. Ehrlich gesagt war es bei mir genau andersrum. Ehrlich, weil ich finde, in der Kurzgeschichte erkenne ich jede einzelne Mutter wieder. Also, dass sie in die Zukunft gucken kann, hat hier keinerlei Auswirkungen, also dass sie diese Sprache gelernt hat von den Heptapods, hat hier keinerlei Auswirkung darauf, wie ihre Beziehung mit der Tochter ist. Die ist genauso wie jede andere Beziehung einer Mutter zu ihrer Tochter. Die rangeln sich, sie reden darüber, ob sie Alkohol, also über diese Freiheitsstufen, über die Vertrauen, dass sie sich gegenseitig geben. Das ist alles dasselbe Spiel. Es ändert sich überhaupt nichts daran. Da kann man sagen, das ist normal. Das ist ja dieser Witz. Also dieser Witz ist ja hier jetzt auch ziemlich zentral. There's a joke that once I heard a comedian tell. Also, suppose I do have kids. What if when they grow up, they blame me for everything that's wrong with their lives? Mm-hmm. She laughs and said, what do you mean if? Yeah, that's my favorite joke. This is, es wird so sein. Es wird sich nicht ändern. Es wird, es, also jede Beziehung zwischen Mutter und Tochter wird diese Konflikte haben und deine Tochter wird dir immer vorwerfen, dass du das falsch gemacht hast. Egal, was du gemacht hast. Hast du falsch gemacht. Also, hast du irgendwie Allergien, wird die Tochter später sagen, hättest du mich mal nicht so oft gewaschen oder immer ständig desinfiziert oder so. Aber das ist doch aber der ich bin Punkt. Noch nicht fertig, ich will danach weitergehen. Ja. Also der Punkt ist doch, wenn sich die Geschichte mit ihrer Tochter ändern würde, dadurch, dass sie die Heptapods getroffen hat, wäre das ganze Konzept kaputt. Ja. Weil sozusagen der Witz des philosophischen Problems ist, dass es sich nicht ändern kann. Weil es sind zwei getrennte Systeme, die eben nicht sich in Wohlverständnis auflösen. Sie kann nur entweder das Theaterstück, sie kann das Theaterstück nur so abspielen, wie es geschrieben ist. Sie kann nicht, weil sie irgendetwas weiß, linear, kausal etwas ändern. Das ist ja gerade sozusagen, das ist ja genau der Punkt, dass es sich nicht ändern kann. Aber in dem Film haben sie es gemacht und jetzt ist es dann vielleicht doch mal ganz interessant. Also dann ist es doch spannend, dann holen sie doch da einen Mehrwert raus. Weil in dem Film hat sie keine Konflikte mit ihrer Tochter, aber sie kann mehr in diese Sprache eindringen. Also sie kann, also in dem Film wird schon gezeigt, dass sie wirklich jetzt Fähigkeiten hat, die Zukunft mit der Vergangenheit zu verknüpfen und dort hin und her zu springen. Aber das ist doch das Romantisierende, was Jutta meint. Nee, nein. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal in die Philosophie rein, ja? Okay. Voten, also, jetzt können wir dann votet, Kommentare.
unten in die Kommentare, sagen die Leute doch immer in YouTube. Nein, jetzt, also was mich so daran so fasziniert hat und auch schon in dem Film und warum ich sie auch so toll fand, ist diese Idee, wenn du weißt, was passiert und du spielst dein Theaterstück, dann, wenn du weißt, wohin du gehst, dann hast du das Ziel bestimmt. Und jetzt, wenn wir jetzt auf unsere ganze, auf unser ganzes Ding zurückgehen, auf warum habe ich über diesen Film so nachgedacht? Weil ich in derselben Zeit von Ina gelesen habe, hier dieses Wirtschaft des Care. Und bei Wirtschaft des Care gibt es unten von der Kate Roberts diesen Satz, kennt ihr den? Diese Frage. Und da habe ich das, und da ist bei mir das alles angesprungen, das ganze Denken. Warte mal, wo ist denn das? Ja. Sie fragt, wie sieht eine Welt aus, wenn wir an den Anfang der Ökonomie die langfristigen Ziele der Menschheit stellen? So, jetzt gehen wir von der privaten Geschichte von der Louise auf die gesamte Menschheit. Das mache ich jetzt einfach mal. Also, Louise weiß, was passieren wird bis zu ihrem Tod. Bis zu ihrem Tod weiß sie alles. Sie läuft diesen Weg lang und sie hat sich in dem Film, und das finde ich viel schöner dargestellt, hat sie sich dafür entschieden, und sie genießt es. Ich finde gar nicht, dass das die ganze Zeit melancholisch ist, sondern sie genießt in jedem Zug. Sie sieht jeden Stein, die Tochter aufhebt. Sie kann alles tief innen fühlen und verstehen. Sie hört das Wasser, wenn ihre Tochter durchs Wasser wartet. Das sind ganz, ganz tiefes Fühlen, tiefes Denken, tiefes Eindringen in das Sein der Tochter. Und das ist in... Und das ist anders, als wir unsere Töchter wahrnehmen. Wir denken manchmal, oh Gott, geh raus aus dem Zimmer. Also das, okay. Dieses. Und wenn das ist nur möglich, weil sie weiß, sie hat nur eine begrenzte Zeit. Oder sie weiß, das Ziel wird, also sie wird sterben, das gibt es, das ist eingerammt in die Zukunft. Das ist eine Fahne in der Zukunft, die passieren wird. Und genauso wäre das jetzt mit diesem ökonomischen Denken, wenn man sagt zum Beispiel, in 50 Jahren rammen wir eine Fahne in die Zukunft und sagen, dann haben wir alle ein gutes Leben zum Beispiel. Also wenn wir die Zukunft ändern, jetzt denkerisch, wir sagen, wir werden die Erde nicht zerstören, sondern wir werden sie retten. Was würde dann passieren? Was würde dann abgehen, wenn wir sagen, das gute Leben in 50 Jahren ist das Ziel für alle Menschen? Dann müssten wir jetzt alle unsere Gehirne neu programmieren. Wir müssten jetzt einfach, wir wollen alle ein gutes Leben. Da müssen wir aber anfangen, dann kommen wir plötzlich auf Punkte und dann würden wir unser ganzes Leben ändern. Und diese Gedanken sind mir gekommen, als ich den Film gesehen habe. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum du wolltest was sagen, Maria. Also ich wollte, aber mach du mal, Jutta. Das ist von Anne weitergedacht, aber ich brauche vielleicht ein bisschen länger dafür. Ich glaube, das ist vielleicht, führt uns das echt dazu, warum es mir dann auch so wirklich unangenehm wurde, war ja tatsächlich, dass ich mich angezogen durch so ein Denken fühle. Und dass ich dann aber, wenn ich das nochmal durchdenke, dass ich das dann so unglaublich gefährlich finde. Und deshalb auch ich immer wieder diesen Begriff Romantik da einführe. Und es ist ja eben kein Zufall, dass die Romantik so anfällig gewesen ist, dann auch für alle möglichen Projektionen, die auch ja dann übergriffig waren, bis hin halt zum Faschismus. Und das finde ich ist genau dieses, wir können es eben nicht. Also du kannst eben nicht als Einzelner oder auch als Gruppe diesen Punkt in 50 Jahren bestimmen. Und sich das anzumaßen, finde ich unglaublich beängstigend, obwohl ich verstehe, dass es genau dieses schöne Gefühl in einem auslöst, dieses ästhetisch angenehme Gefühl, dass man jetzt plötzlich alles verstanden hat und alles durchdringt und so. Das hat für mich ja auch eine sehr, sehr starke Anziehungskraft, aber ich empfinde die gerade als gefährlich. Und aber Jutta, ja, ganz kurz, Maria. Böse Panik aus. Ja, aber weißt du, was bei mir Panik auslöst? Und was bei mir ganz doll Angst macht, dass es jetzt sicher ist, dass 2100 wir am Arsch sind. Also es gibt Berechnungen von WissenschaftlerInnen, dass das menschliche Leben schon wahrscheinlich in 80 Jahren ganz schön, also dann wird's vielleicht noch ein paar geben. Und das ist jetzt Forschungen, die gibt es schon sehr lange. Und das beängstigt mich. Also ich habe mehr Panik vor dieser Art von Zukunft, die sicher ist,
die sicher ist, wenn wir weitermachen, als vor einer Zukunft, die ich mir erstmal überlegen muss und wo ich einen Weg habe, den es überhaupt noch nicht gibt. Das finde ich viel aufregender, weil es gibt ja den Weg gar nicht. Wir müssten den ja erst beschreiten oder gehen und dabei die ganze Zeit gucken, was tun wir denn da eigentlich? Aber jetzt, wenn ich weitergehe und sage, ich lasse mich so ein bisschen ambivalent ich mache einfach weiter, weil alles andere macht mir Angst. Das finde ich, also da bin ich momentan so, dass ich sage, dann gehe ich lieber den anderen Weg. Wenn beides beängstigend ist, dann gehe ich lieber dahin, wo ich sage, da haben vielleicht die nächsten Generationen noch eine Chance. Ich habe keinen Endpunkt. Also für mich gibt es keinen in 50 Jahren, das ist das gute Leben, weil ich nicht weiß, was für alle anderen in 50 Jahren das gute Leben ist. Ja, aber das weiß man. Also wenn man WissenschaftlerInnen guckt, kann man das sehen. Was kommt? Was sagen. Weil das auch eure Diskussion jetzt, der ein oder der andere Weg, führt mich erstens zurück zu meiner immer größeren Verehrung von dieser Kurzgeschichte und auf der anderen Seite zu meiner Ausgangsfrage sozusagen oder zu der Frage, die ich quasi einmal linguistisch und dann, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, und einmal geisteswissenschaftlich, wo ich mir ein bisschen, oder geistesgeschichtlich, wo ich mir ein bisschen sicherer bin, sagen würde. Weil ich glaube, was ich appealing finde so an dieser Kurzgeschichte, ist, dass dieses Dazwischensein, diese Ambivalenz zwischen Dingen, die sicher sind und Ding und einem offenen Ende, finde ich viel eher meine eigene Wirklichkeitswahrnehmung bestimmt. Und ich würde auch quasi geistesgeschichtlich sagen, so ein Hin und Her und auch die Probleme, wenn man irgendwie da sich zu weit zu einer Seite neigt, die du auch mit so einer theologischen Vorstellung, die, und das finde ich auch, also ich finde, Hegel kann eben zu sowas wie Faschismus führen sozusagen, wenn man sich denkt, irgendwie das baut alles aufeinander auf und deshalb kann ich ja, oder eine Geschichte, die ich sehr, ich hatte mal eine Anekdote aus meinem kurzen Dasein als Geschichtslehrerin und ich hatte eine 6. Klasse, also Anfang, das erste Jahr Geschichte und das hat sich, also als ich angefangen habe, Geschichte zu lernen, da war ich in der 7. Klasse, das hat sich unter anderem verschoben und man könnte sogar entwicklungspsychologisch sagen, ob das so klug ist. Unter anderem deswegen, weil sich ja so ein lineares Denken erst entwickelt. Also zum Beispiel kleine Kinder, für die gibt es zwar gestern, aber oder also schon vergangen, aber das ist Jesus und die Dinos und Opa gestorben ist irgendwie gleich. So. Naja, also dieser Junge in einer der ersten Stunden von Geschichte sagte, wo wir gesagt haben, was wollt ihr denn lernen, was interessiert euch denn an Geschichte? Also ganz tolle Antworten gab es ja, aber einer von ihm, also dieser Junge sagte, ja, also ihn würde die Zukunft interessieren. Und da ist ja super, mich auch. Ja, natürlich ist das was komplett pfui ist in der Geschichtswissenschaft. Na, niemand sagt, also als Historikerin kann man sich nicht schneller verbrennen, als wenn man sagt irgendwie, ja, ich forsche das und das, weil ich dann wissen möchte, wie wir damit morgen umgehen. Aber ich glaube, dass eigentlich, also ich sage das jetzt mal für mich, ohne mich, und ich würde das vielen meiner Kollegen, Kolleginnen unterstellen, dass das Interesse an Geschichte irgendwie doch daraus entsteht, auch dass man denkt, wenn ich das gut genug verstanden habe, wie die Geschichte funktioniert hat, vielleicht weiß ich dann auch, wie es weitergeht. Und das würde ich quasi mit dem zusammendenken, wo ich glaube, wo quasi unsere moderne Geschichtswissenschaft geistgeschichtlich an. Also ich glaube, die, und jetzt quasi, wenn du sagst, Anne, ich weiß, dass in 100 Jahren die Welt untergeht, sozusagen. Ich finde Überspitzung super, Entschuldigung. Ja, aber ich meine, wir wissen manche Sachen. Wir wissen zum Beispiel, wir müssen als Menschen damit klarkommen, dass wir wissen, dass wir irgendwann tot sind, so. Und das ist ein anderer Tod, aber ja. Ja, also bestimmte, und ich weiß auch, wenn ich ein Kind auf die Welt kriege, also oder wenn ich das nicht einsehe, dann weiß ich, brauche einen riesen religiösen Überbau oder ein bisschen irre sein, um das nicht einzusehen, dass auch das Leben des Kindes, was ich in die Welt setze, irgendwann endet. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wie und was dazwischen passiert. So, und in dieser Spannung zu lesen, ja, also ein quasi zu handeln, einerseits um quasi etwas zu erreichen, was in der Zukunft vielleicht passiert, ohne zu wissen, dass es da ist. Und auf der anderen Seite mit manchen Dingen, die einfach passieren werden, wie zum Beispiel mein eigener Tod umzugehen. Also das finde ich vielleicht noch, wenn man aus der Geschichte rausgeht, das, was ich toll finde, das quasi narrativ beschrieben zu sehen, ein philosophisches Grundproblem des menschlichen Daseins. Wir sollten ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich glaube, wir haben die Stunde, die wir uns gesetzt haben, schon lange überschritten, nur mal so zwischendurch. Also ich, ja, nicht um es abzuwürgen, sondern um so ein bisschen im Kopf zu behalten. Ja, da ist natürlich wieder 5000 Sachen nicht passiert hier. Aber ich wollte noch mal
nochmal für die Zukunft sagen. Du hast es jetzt aus der Geschichte, Maria, aus der Geschichtswissenschaft. Aber die Zukunft ist schon beschrieben. In vielerlei Hinsicht ist die Zukunft beschrieben. Weiß nicht, Antje, ich glaube, du hast den Sascha Mamschak auch gelesen, gell? Du hast ihn mal irgendwann zitiert, glaube ich, irgendwo. Und zum Beispiel schreibt er, ne, in unserem west-nord-südöstlichen Wachstumsmodell, das den Planeten fest im Griff hat, ist praktisch alles, worüber wir eine Aussage treffen, auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Unser Gesellschaftssystem, ganz abgesehen von unserem Wirtschaftssystem, das an den Börsen im Sekundentag Futures, also noch gar nicht realisierte Gewinne handelt und Dividenden auf Geld auszahlt, das noch gar nicht eingenommen wurde, funktioniert nur, weil weite Teile der Zukunft bereits verplant, eingepreist, vorweggenommen sind. Und ich weiß nicht, ob wir uns das noch leisten können, zu sagen, die Zukunft liegt offen vor uns und es ist gar nicht so, sondern eigentlich ist die Zukunft schon relativ beschrieben. Und wenn wir uns die nicht aneignen, wieder zurück aneignen, ob wir uns das leisten können. Das ist meine Frage, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen wie, die Zukunft ist die ist nicht beschrieben. Ich glaube, wir haben im Kopf die Zukunft, ich habe die volle Entscheidungsgewalt. Und das ist ja die Frage von dem freien Willen, die neben dem, was in dem Film aufgeworfen wird, ja sowieso schon immer im Kopf ist. Also wir sind ja so vorgeprägt von der Erziehung, von was weiß ich nicht. Kann man ja sagen, ist es überhaupt so frei? Also es ist ja nicht frei. Und jetzt kommt noch das dazu. Also die Zukunft nicht mehr so naiv zu betrachten, zu sagen, oh, ich habe die totale freie Entscheidung, ist ja so ein Privileg. Also zu sagen, die Zukunft liegt frei vor mir, ist ja ein absolutes Privileg. Ich finde das total interessant. Und jetzt durch das, was du jetzt in den letzten beiden Teilen gesagt hast, jetzt verstehe ich, warum dir der Film gut gefallen ist. Ja. Also das hat sich für mich jetzt in der letzten Zeit. Nein, doch. Weil ja, ich habe hier noch die ganzen Leute, ja, die da mir dazu sprechen. Nein. Das ist tatsächlich, ich meine, das ist eben tatsächlich die Frage, ob diese lineare Sicht, wonach die Zukunft noch nicht passiert ist, sondern erst jetzt entsteht durch das, was wir tun, nicht eben genauso eine Illusion ist, wie die Vorstellung, dass es die Geschichte schon gibt und sie auf einmal erzählt wird. In der Kurzgeschichte ist das ja auch eben die Alternative. Und ich denke, das gehört eben dazu, diese Vorstellung der offenen Zukunft ist genauso falsch wie die Vorstellung der feststehenden Zukunft. Genau. Und das ist ja genau der Punkt. Und von daher finde ich jetzt auch dein Insistieren auf diese positiven Sachen gut, weil wir natürlich dazu tendieren, uns das lineare Modell als das Richtige vorzustellen. Und der Fehler daran ist eben nicht zu sehen, dass die Zukunft aber schon feststeht und wir nur ein Theaterstück aufführen in einer anderen Welt, sozusagen. Ja? Und das ist natürlich dann interessant. Das würde ich unterschreiben, nur die Frage ist sozusagen, können wir überwechseln und können wir so tun, als ob wir jetzt nur ein Theaterstück aufführen oder ist das nicht nur Selbstberuhigung sozusagen, um sich die schreckliche Zukunft, also von daher würde ich sozusagen sagen, ich habe ja eigentlich gar keine Wahl, als mir die Zukunft als frei und offen vorzustellen, obwohl ich weiß, dass sie das nicht ist. Ich meine, Religionen haben dafür einfach diesen Begriff Gott gefunden. Ja, dann konnten sie das, was wir nicht können, sozusagen dahin projizieren. Ich weiß, dass die Zukunft nicht offen ist, ich aber so tun muss, als sei sie es. Deswegen habe ich da diesen Platzhalter dafür. Ich glaube, das ist eben, und das ist eben vielleicht auch das Unbehagen. Der Film verspricht, wir könnten überwechseln. Und die Kurzgeschichte sagt nur, wir müssten eigentlich überwechseln und es gibt das andere, aber wir kommen da nicht hin. Aha. Und das ist natürlich die Herausforderung, das Herausfordernde sein. Ja. Danke, Antje, jetzt hast du in einem Satz gesagt, warum mir der Film noch besser gefällt. Und ich wollte jetzt nochmal schnell, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, weil ich finde es wirklich, wirklich spannend, nochmal zu dieser Unsterblichkeit, Sterblichkeitsgeschichte kommen. Hier, guck mal, ich bin gerade Seite 29 und Seite 23, hier Hannah Arendt, Vita Activa, ne? Bin ich gerade so am Nachlesen. Und ich muss ein bisschen vorlesen. Es dauert jetzt nochmal 3 Minuten, aber das ist wichtig. Weil sie hat nachgewiesen oder gesagt, dass Unsterblichkeit mit Göttern und Ewigkeit, hat sie diese Differenz gemacht, kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Ne? Ich versuche mal. Unsterblichkeit ist ein Werden und Dauern in der Zeit, ein todloses Leben, wie es griechischer Auffassung nach der Natur und den olympischen Göttern zu eigen war.
ausgelassen. Den Griechen erwuchs Verlangen nach Unsterblichkeit aus dem Bewusstsein, als Sterbliche von einer unvergänglichen Natur umgeben zu sein, unter den Augen todloser Götter ihr Leben zu verbringen. Eingelassen in eine Ordnung, in der alles unsterblich war, außer den Menschen, wurde Sterblichkeit als solche das eigentliche Merkmal menschlicher Existenz. So, und jetzt haben ja die Griechen und so, Mortalität liegt in dem Faktum beschlossen, dass dem Menschen ein individuelles Leben mit einer erkennbaren Lebensgeschichte aus dem biologischen Lebensprozess heraus und zuwächst. Diese individuelle Lebensgeschichte unterscheidet sich von allen anderen natürlichen Prozessen dadurch, dass sie linear verläuft und so den Kreislauf des biologischen Lebens gleichsam durchschneidet. Sterblich sein, das heißt in einem Universum, in dem alles im Kreise schwingt und Anfang und Ende immerfort dasselbe sind, einen Anfang haben und ein Ende und in die ganz und gar unnatürliche Form einer geradlinigen Bewegung gebannt zu sein. Nur darum, meinte Alkmaion, sind die Menschen vergänglich, weil sie den Anfang nicht an das Ende zu verknüpfen vermögen. Und jetzt hat jetzt die Donna Haraway, und die lese ich parallel, und da bin ich auch erst Seite 59, aber Seite 51, hat sie das nun umgedacht. Sie hat gesagt, wir Menschen müssen anfangen, uns nicht. Das ist ja diese fallische Idee, ja, dieses Anfang- und Ende-Ding. Also Hannah Arendt spielt, ich weiß nicht, wohin das endet, ich bin erst Seite 29, aber Donna Haraway schreibt jetzt nun, sie hat diesen Ausdruck, also dass wir nicht diesen Weg gehen, sondern den anderen. Sie hat dafür vorgeschlagen 1000 Sachen, also einmal Chtuchtuchen und Humusismus statt Humanismus und so weiter. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen Ausdrücke wie Sympoiesis und nicht Autopoiesis. Also weg von diesem phallischen, von diesem patriarchalen, anthropozentrischen Denken. Ich lese das jetzt nochmal kurz vor, das ist viel, aber ich glaube, dann kommen wir nochmal am Ende nochmal. Nachdem ich angefangen hatte, den Ausdruck Sympoiesis zu gebrauchen, im Griff nach etwas anderes als nach etwas anderen als den Verlockungen der Autopoiesis, erzählte mir Katie King von M. Beth Dempster's Masterarbeit in Umweltwissenschaften, wo sie 1998, sind immer so geil, wenn irgendwelche Leute schon so viel früher und dann kommt das jetzt hier wieder, Sympoiesis für kollektiv produzierende Systeme, die über keine selbstdefinierten räumlichen und zeitlichen Begrenzungen verfügen, vorgeschlagen hat. Sie schreibt weiter. Information und Kontrolle sind auf die Komponenten verteilt. Die Systeme sind evolutionär und haben das Potenzial zu überraschenden Veränderungen. Im Gegensatz dazu seien autopoietische Systeme selbstproduzierende autonome Einheiten mit selbstdefinierten räumlichen und zeitlichen Begrenzungen, die die Tendenz haben, zentral kontrolliert zu werden sowie homöostatisch und vorhersehbar zu sein. Dempster erklärt, dass viele Systeme, die eigentlich sympoietisch sind, fälschlicherweise als autopoietisch gelten. Das ist nicht mein Telefon. Das ist ein anderes Telefon. Jetzt weiß ich nicht, wie das ausgeht. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Das ist ganz leise. Steck's in die Hose. Ganz leise stellen. Genau. So, also, und das Ding ist, dass dann halt auch das mit dem, dass wir damit auch den Planeten, also wir rehabilitieren können und wieder lebenswert machen können und über Nachhaltigkeit nachdenken können. Weil dieses Autopoietische halt diesen Selbstkollaps in sich trägt. Also wenn wir sagen, wir sind linear in einem Ding, wo immer im Kreisen schwingt, was ja auch in diesem Film so wunderschön dargestellt wurde mit diesem... Oh. Ja. Wie geht denn das leise jetzt? Und das ist so diese Idee. Also wenn du sagst, Jutta, das ist beängstigend oder gewaltvoll, denke ich, vielleicht... sind wir anders. Also vielleicht können wir uns vorstellen, dass wir eigentlich gar nicht so sind, wie wir uns jetzt seit 2000 Jahren oder schon länger definieren, was wir sind. Weil wir sagen, wir sind, das ist ja Wirtschaft ist Care, im Grunde zu sagen, wir sind abhängig, wir sind verbunden miteinander alle. Also Freiheit in Abhängigkeit. Und wenn wir das verstehen, was ja in der Philosophie gar nicht gesagt wird und jetzt auch noch verstehen, dass wir auch im Kreis laufen, also dass unser Leben unten wieder endet oder wo auch immer. Also dass wir auch nur Wesen von dieser Welt sind und nicht in der Welt, auf der Welt, die irgendwie was anderes sind als alle anderen Lebewesen auf dieser Welt. Wenn wir das verstehen, dann würden wir auch so ein Ziel einhalten können. Über unser Leben hinaus. Das ist die Unsterblichkeit dann. Das bringen wir dann aber Heptapods. Dann sind wir Heptapods, ja genau. Ja, ich bin halt keiner. Habt ihr das verstanden? Habe ich jetzt zu schnell gemacht? Ich glaube, das würde jetzt ein ganz neues Fass aufmachen, wenn wir anfangen würden, darüber zu reden. Aber ich kann wieder verstehen, warum es für dich an den Film anschließt. Aber es löst, glaube ich, unsere Differenzen nicht auf, sondern wir würden dieselben Differenzen jetzt an diesen Beispielen erneut durchdiskutieren. Vielleicht müssen wir einfach eine zweite Folge machen und
schauen, wo es uns hinführt. Weil ich glaube aber zumindest ist klar geworden, wo die Differenzen liegen und warum sie so wichtig sind. Also warum ja, sie. Ich voll cool. Oder? Also ich bin dafür, dass wir es damit bewenden lassen. Ja, voll cool. Und mal gucken, ob es Reaktionen gibt. Ja. Gut dann. Ja, ich finde, wollen wir noch eine Abschlussrunde machen? Finde ich schön jetzt. Als jetzt nur so. Vielleicht habe ich das Bedürfnis, weil ich das heute gesetzt habe, das Thema, und ich mich bedanken wollte bei euch einfach, dass ihr mitgemacht habt, weil es ist so ein Traum, dass man über Dinge mal eine Stunde, also eigentlich ja viel lieber länger, aber eine Stunde mal über Dinge reden kann, die einen wahnsinnig faszinieren und nicht mehr loslassen, weil den Film habe ich jetzt auch schon ein Jahr lang, schon ewig her, im Kino gesehen und der hat mich seitdem nicht losgelassen und ich habe noch nie richtig darüber reden können, weil entweder die Leute den Film nicht geguckt haben oder es ist halt so abgespaced. Und deswegen wollte ich euch danken, weil das war mega schön. Es ist so toll, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Genau. Vielleicht ja, das hat doch super viel Spaß gemacht. Danke für die Initiative. Also ich hätte ja sonst die Kurzgeschichte gar nicht gelesen mehr. Also ganz toll. Für mich war die Kurzgeschichte wirklich nur Offenbarung. Ich fand die richtig toll. Ja, so cool. Ja, schön. Ja, für mich, ich kannte auch den Film nicht. Ich bin auch nicht so tief in Science Fiction drin. Aber du bist wahrscheinlich der Grund, weshalb ich da nochmal eintauchen muss. Ich bin da irgendwann mit 15 habe ich aufgehört, das zu lesen, warum auch immer. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen, also. Ja. Okay, dann gut. Sagen wir tschüss. Tschüss. Tschüss.